Wenn wochentags pünktlich um 18.30 Uhr auf ORF 2 das Intro zu Südtirol heute erklingt, weiß man, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein wahrer Erfolg sein kann. Südtirol heute steht nämlich für gelebte Europaregion. So ist der Redaktionssitz in Bozen, die Moderation und Ausstrahlung erfolgt im ORF Landesstudio Tirol in Innsbruck und das Format wird in alle drei Euregio-Landesteile übertragen, mit Berichterstattung aus Tirol, Südtirol und Trentino. Siegfried Giuliani hält als Redaktionsleiter in Bozen die Zügel in der Hand und zieht hinter den Kulissen die Fäden. Die derzeitige Ausnahmesituation aufgrund von Covid-19 bringt auch für ihn und sein Team zahlreiche Herausforderungen mit sich. In Zeiten einer Krise und das recht in der Zeit, wie es Europa in den letzten Jahrzehnten nicht erfahren hat, werden die Anforderungen an eine Redaktion noch einmal um eine Stufe höher gestellt. Die Corona-Krise erfordert eine Neuausrichtung der redaktionellen Arbeit. Es gibt keine vorgegebenen Termine, aber eine Vielzahl von wichtigen Themen, die mit Verantwortung und mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bürger angegangen werden müssen. Für die Produktion eines Fernsehmagazins ist auch technisches Umdenken notwendig. Interviewpartner und Journalisten, die mit Masken unterwegs sind und ein Kamerateam, das sich mit einem 2-Meter-Angelmikro den Menschen nähert, das ist eine Szenerie, die wir nicht gewohnt sind und die uns in Erinnerung bleiben wird. Siegfried Giuliani lenkt das Schiff von Südtirol heute mit Ruhe und Sachlichkeit durch die stürmischen Gewässer der Covid-19-Krise. Gerade in Ausnahmesituationen gewinnt eine seriöse Berichterstattung unermesslichen Wert, auch um Fake News die Stirn zu bieten. Alle größeren Rundfunkanstalten stellen seit Beginn der Corona-Krise fest, dass die Einschaltquoten Rekordhöhen erreichen. Es ist ungemein wichtig, bei der Menge an Informationen auch im Netz die Standpunkte zu dieser Krise mit Bedacht auszuwählen. Fake News können gefährlich sein, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Wichtig ist in einer solchen Notlage allerdings auch, dass sich Redaktionen nicht als Sprachrohr für bestimmte Interessensgruppen missbrauchen lassen. Unsere Aufgabe ist es, an die Bürger zu denken, die so präzise wie möglich zu informieren sind, aber auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass Bürgerrechte nicht ins Abseits gestellt werden. Südtirol heute ist ein Format, welches seit seiner Erstausstrahlung am 1. April 1996 nicht nur verbindet, sondern ein Paradebeispiel für gelebte Europaregion ist. Das zeigt sich auch in der Corona-Krise, in welcher der Zusammenhalt noch mehr gelebt wird. Die berufliche Reisefreiheit ist in diesen Wochen ja eingeschränkt. Es ist nicht erlaubt, dass wir ins Landesstudio nach Tirol fahren. Weil das Landesstudio Tirol und die Redaktion in Bozen in der Euregio eine einmalige Zusammenarbeit aufgebaut haben, ergänzen wir gegenseitig unsere personellen Ressourcen. Im Klartext heißt das, in diesen Wochen wird Südtirol heute vom Team von Tirol heute moderiert. Auf der anderen Seite kann die Tiroler ORF-Redaktion auf Erfahrungswerte in Bozen zurückgreifen, die wir mit der Corona-Krise schon vorher machen mussten. Und damit konnten wir doch unseren Informationsvorsprung nach Tirol weitergeben. Journalistinnen und Journalisten leisten einen fundamentalen Beitrag für die Gesellschaft. Und in einer Zeit, in welcher eine regelrechte Informationsüberflutung stattfindet, heißt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Die Redaktionen sind mit dieser Krise noch einmal daran erinnert worden, welche umfangreiche Verantwortung sie tragen. Es ist richtungsweisend für die Zukunft und es zeigt, welchen Stellenwert seriös recherchierte Nachrichten haben. Die Zuschauer haben das erkannt und werden vorsichtiger sein bei all dem, was im Netz unterwegs ist. Wir haben aber auch gelernt, dass neue Technologien wie digitale Ferninterviews stärker genutzt werden können als bisher. Das geht zwar auf Kosten der Qualität, aber es ist ein Vorteil für die Aktualität. Dennoch freuen auch wir uns, so wie alle Menschen, wenn wir die Corona-Krise hinter uns lassen können und wieder etwas gelassener an die Arbeit gehen können. Information anstelle von Spekulation muss in herausfordernden Zeiten mehr denn je journalistische Maxime sein. Die Kommunikation wird zum Kompass durch die Krise, aber auch der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg sind richtungsweisende Leuchttürme. Das weiß niemand besser als Siegfried Giuliani.